Alter. Verrecken sollst du. Okay, scheiße. Vielleicht können wir uns hier ein bisschen aufkonditionieren. Komm. 30 Schuss wieder eingeladen. Alter. Okay, den haben wir. Schnell wieder hier zunageln, den Mist. Bevor sie wieder kommen. Unser Vertrauen ist immer noch ganz unten, obwohl wir jetzt hier wirklich ordentlich... Wirklich ordentlich. Ach du Scheiße, komm rein. Hier drüben kommen die rein. Ach du Scheiße, schnell zu. Sind ja ein bisschen blöd, sind sie ja. Ach du Kacke, und da kommt eine ganze Horde von da unten. Hier noch. Und noch zwei Fenster. Die noch komplett offen sind hier bei mir. Da kommt die Horde, wir müssen irgendwas tun. Scheiße. Komm hier, Joey, mach mal das Ding parat. Ich habe da vorne auf der Veranda ein Fass liegen sehen. Vielleicht, da draußen ist auch noch ein Fass. Vielleicht können wir da gleich mal so ein All-in-Wonder starten. Alter, da ist schon der erste drin. Ach du Scheiße, jetzt geht hier... Alter, hau ab. Ach du Scheiße, ey. Die kommen hier unkontrolliert durch. Der Typ nagelt nur. Der nagelt nur die ganze Zeit. Oh, schön, die Werkstatt ist fertig. Das ist eine Info, die brauche ich jetzt auf jeden Fall. Haben wir noch was zu essen? Ibo-Tropfen, sprechende Puppe haben wir. Alter. Und die Horde kommt. Und ach du Scheiße. Man scheint da. Daneben kommt er rein. Ah, Kacke, Mensch. Muni ist noch alle. Ja, ich hab den Hurensohn. Was ist denn da mit euch? Alter. Da, wo die Horde rumsteht, da ist auch gerade. Ist auch gerade nichts, wo wir. Wo wir es sprengen können. Scheiße, und irgendwo sind sie durch. Na komm schon. Ah, und mein treuer Helfer hat es. Oh nee. Komm, lad nach, lad nach, lad nach. Das muss schneller gehen. Das letzte Magazin, da müssen wir uns auch gleich nochmal ein bisschen nachkaufen. Vielleicht können wir jetzt hier oben mal so ein Ding zünden. Wo ist denn das? Scheiße, ey. Ja, komm. Guck mal hoch. Tschüss. Guck nochmal hoch. Tschüss. Guck nochmal hoch. Tschüss. Alter. Tschüss. Ja, das sagst du, kannst du laut sagen. Eindecken. Haben wir noch ein bisschen Muni. Nochmal 30 Schuss. Ja, ansonsten sehen wir ganz gut aus. Die da oben, die machen ja gar nichts, ne? Die Kollegen. Er wankt hier nur so ein bisschen. Ja. Halt die Fresse. Und was warst du mal? Arzt. Komm mal rein. Oh, oh, so ein Riesending. Oh, Scheiße. Die Miller-Cousins sind das also. Wenn der Miller-Cousin reinkommt, da haben wir einige Schuss reingelassen in den letzten. Guck mal, bei den nächsten Fetten, da kommt, da unten kommt er irgendwo. Ich sehe ihn noch nicht. Vielleicht können wir dem. Oh, fuck. Dem geben wir es jetzt hier mal von hinten dreckig. 100.000 Volt, das Licht geht nicht an. Oh, Scheiße.
Oh Scheiße, oh Scheiße, schnell zu das Loch. Alter, fuck die Henne. Erstmal so ein paar Ibo-Tropfen in den Kopf. Komm mal hierher, vielleicht können wir den ein bisschen hier rüber locken. Vielleicht mit der sprechenden Puppe. Ja. Komm her. Na, Fettsau. Alter, verpiss dich. Brandbombe. Wir haben Vertrauen verloren. Alter. Hässliches Riesenvieh. Er kommt aber auch nicht rein, was ein Glück. Haben wir denn nicht nur noch... Da vorne liegt so ein... Da liegen die Fässer. Passiert auch nichts. Vielleicht können wir nochmal eine Brandbombe werfen. Jawohl. Halt die Fresse, du Riesenfleischklops. Okay, wir sind leer. Kacke, der ging irgendwo hin. Vielleicht kriegen wir nochmal Munition hier aus dem Versorgungsschrank. Nichts mehr. Trocken geballert. Okay, mal gucken. Wenn er jetzt gleich hier irgendwo dagegen gerannt ist. Ja, komm her. Na, komm schon. Alter, die Tür ist offen. Alter. Geht's noch? Ah, wunderbar. Okay, auf geht's nach Eli gucken. Also das Vertrauen bei den Wilkersons ist... Doc, what's a good word? I'm sorry, son. Did all I could. Oh, hell. Ach du Scheiße. How long have we got, Doc? Before he turns. Minutes, maybe. Maybe soon. Unless... No. No way. We are gonna bury Eli. Proper. Bury it and it'll claw its way out. Your brother's dead and gone, boy. What we're talking about here is a kindness. I'll do it. Doc, you can't ask me to do this. I promised Ma I'd take care of him. I'll do it. Oh Gott. Better do it quick, then, before it starts to move. Kümmere dich um Eli. Man sieht sie später. Munition haben wir keine mehr. Okay. Hart, aber was will man machen? Damit haben wir neue Nachbarn. Eli ist tot. Neuer Zombie-Typ. Riesenbastard. Ja, den haben wir jetzt gelernt, wie der funktioniert. So, und hier gibt es auf jeden Fall Munition. Läufer in Schwierigkeiten. Der Ashton, der braucht Hilfe. So, Schießstandoption vorübergehend hinzugefügt. Okay, was auch immer das heißt. Help you with something? Interagieren können wir mit denen jetzt nicht mehr. Vielleicht, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hab ich gesagt, dass ich da lang muss? Komm mal her. Alter. So, jetzt wird hier mal ein bisschen geschnetzelt. Halt die Fresse. Batz. Ja, ist alles leer, was wir dabei hatten. Und die Kraft ist auch verbraucht. Stufe 7 Schlagwaffen. Alter, aber so eine ganze Zombie-Horde ausgelöscht. Also Maya ist wirklich fit. Oh, da liegt noch einer. Den holen wir uns direkt. Komm, ja. Halt die Fresse. Bleib gleich liegen. Und da unten kommt schon wieder eine Horde. Schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Hier ist ein Läufer in Schwierigkeiten. Dann mal schnell.
Wir lassen die Horde einfach mal Horde sein. Ja. Fresse halten. So, jetzt hier nichts wie weiter. Der Tag, der neigt sich nämlich auch schon langsam dem Ende. Das fehlt mir ein bisschen bei dem Spiel. Wir haben keine Uhr oder so. Alter, zwei Horden. Die haben sie doch nicht mehr alle. Hier wohnt aber auch... Verpiss dich. Zwei Horden sind hier am Start. Zombiejagd großer. Erledige einen Riesenbastard. So. Alter, lass du mal mein Auto gehen. Ich glaube, dir brennt der Kittel, Kollege. Tschüss. Komm, ich nehme dich mit. Oh, der läuft lieber selber. Okay, achte auf dich, mein Freund. Du läufst nämlich volle Granate gerade in so eine Horde rein. So, hilf einen Riesenbastard zu vernichten. Hier haben wir Aggressionsmanagement. Die Angst greift wieder um sich und da sichtet Zombies für die Artillerie der Army. Das können wir jetzt auch noch gerade machen auf dem Weg. So langsam aber sicher geht's aufwärts, glaube ich. So langsam aber sicher geht es wirklich aufwärts. Unsere Werkstatt ist fertig. Wir können dann so hier unseren geilen... Fuck. Komm raus, hol Luft. Wir können bald hier unseren geilen Pickup reparieren lassen über Nacht. Vielleicht können wir den auch irgendwann aufrüsten. Ich hätte da gern so einen Rammschutz, bevor er ganz am Arsch ist. Den gibt's nicht mehr so viel, glaube ich. Denn die Ressourcen sind ja endlich hier auf der Karte. Das ist ja so. Also, wenn es alle ist, ist es wirklich alle. I don't think so. Damn fool's probably drunk up a tree somewhere. But could you have your people keep an eye out for him? He's overdue by an hour. Don't worry about it. I'll alert the troops. Und wir müssen auch noch bei der Richterin vorbeischauen. Da geht's ja dann weiter. Ich möchte jetzt erstmal kurz der Army helfen. Die gucken anscheinend hier oben aus dem Diner raus, oder was? Ach nee, hier oben von dem... Okay, I'm here. What now? Find yourself a good high vantage point. You're gonna be doing some spotting for us. Oh Mann. Ich muss mal gucken, vielleicht können wir auch on the fly umschalten, dass sie dann alleine nach Hause zurückkommt. Das wäre natürlich auch geil. Da vorne steht auch noch so ein großer alter Pickup. Den möchte ich auch noch, dass wir den sichern, auf jeden Fall. Dass der wieder zurückkommt. Ja, hier, Maya, unsere Ex-Soldatin. Okay. Now we're looking for high concentrations of brain-eating assholes. Let us know what you find. Okay, warte, da vorne. That's a lot of zombies. Ja. War eine große Horde Zombies. Package delivered. Have a nice day. Da gibt's auch noch eine. Package inbound on your paws. I say again, on your paws. Gibt's noch irgendwo was Zombie-mäßiges? If anything survived that, you got bigger problems. Wenn das jemand überlebt hat, dann haben wir wirklich ein Problem. LT zur Aufklärung, aber sonst sehe ich keine großen Zombie-Horden mehr, muss ich sagen. Wir haben ja gut hier alles dezimiert. Potenzielle Heimatbasis, hier ist noch eine Enklave. Ich würde gern alle Menschen hier ein bisschen zu... Some rumors have been going around on the radio. People getting beat up, robbed, stuff like that. Any idea who's behind it? I don't know. Could be the old lady that volunteers at the cat rescue, or ooh, the Meals on Wheels guy. He's got a van and everything. Or, and this is totally speculation here, it could be the known felon who lived just outside of town. Yeah, it might be time I had a little talk with the witness. Alter. You might want to ask Job about it. Mickey's got that temper. I hate to think how he'd respond to an accusation like that. I'll check this out next. Zeit, die Wilkersons zu stellen. Ja, Lilly ist so ein bisschen auch die Mama. Hier ist unser Außenposten, den müssen wir auch noch natürlich mit Teilen und Equipment versorgen. Das Ding, das da ist eine
Self-Storage. Hier können wir Sachen irgendwie... Das kann man verteidigen. Ich suche immer noch nach der ultimativen verteidigbaren Enklave, möchte ich sagen. Ich gehe jetzt auch gleich mal das Polizeiauto holen. Ja, Maya werden wir jetzt hier erstmal... How's it going? I'm almost there. So, Maya wird jetzt hier erstmal... Ja, das normale Auto konnte sie so drüber sliden, das war ganz cool. Hm. Ja, Maya wird jetzt hier erstmal sich ausruhen können. Wir haben jetzt den halben Tag gearbeitet. Und dann... Oh ja, armes Ding.